wir gehen nach Westen. Das Thema ist ja Seniorenrente Niederlande, Freiwillige als unverzichtbarer Faktor einer Community. Und wenn man in der Schweiz von Freiwilligen spricht, hat sich der Trend extrem verändert. Das kenne ich aus meiner beruflichen Tätigkeit. Freiwillige lassen sich nicht mehr im Feld für lange Zeit dienen. Die sind problemlos bereit, für ein Projekt mitzumachen, aber ja nicht regelmäßig im Freiwilligen. Und ich war im kirchlichen Umfeld beruflich tätig, das war ein Paradigmen. Elisabeth Weinberger arbeitet in Holland mit solchen Organisationen, betreut sie, begleitet sie. Freiwillige sind ein Thema. Wie sind die niederländischen Freiwilligen? Haben die ähnliche Trends oder lassen sich die noch organisieren? Also es gibt bei den Freiwilligen unterschiedliche Trends zwischen älteren und jüngeren Freiwilligen. Und das, was du beschreibst mit diesem freiwillige Arbeit, kurz, projektmäßig, konkret, sehr, sehr, sehr flexibel. Das fängt jetzt bei uns auch an, bei den Freiwilligen, die neu zu uns kommen. Aber wir haben noch eine ganze Menge sogenannter traditioneller Freiwillige, die sich wirklich mit Herz, Nieren, Seele, allem drum und dran, also auf diese Arbeit stürzen und sich innerlich sehr verbunden fühlen mit unserer Organisation. Also die überwiegen noch. Sag uns jetzt was mehr dazu. Ja. Das wäre dein Thema. Aber ich kann das nicht sehen. Ich werde nämlich dieses Jahr 50. So. Genau. Dann kommt die gleiche Hilfe. Genau. Hier einfach weiter drücken. Genau. Ja. Okay, los geht's. Jetzt passiert aber gar nichts. Und ich dachte, genau. Elisabeth Weinberger heiße ich. Ihr hört alle, ich bin Deutsche, aber lebe jetzt schon 11 Jahre in den Niederlanden und arbeite für die Landesgeschäftsstelle und bin Koordinatorin von den Lernzentren. Was das genau ist, erzähle ich gleich. Einfach nochmal, um zu sagen, was wir sind. Wir sind ein Verein und unser Ziel ist es, Senioren dabei zu unterstützen, in der digitalisierten Gesellschaft mitarbeiten zu können, aber auch sich selbst entfalten zu können. Also es geht über dieses pure Mitmachen und Formulare ausfüllen können hinaus. Das Umfeld, das ist genau wie in Deutschland auch, der Bevölkerungsanteil der Menschen über 50 nimmt zu. Und in den Niederlanden hat der Anteil der Menschen über 50, die online sind, enorm zugenommen. Das heißt, der Unterschied ist nicht mehr so sehr zwischen Senioren, die online sind und die es nicht sind, sondern die Fertigkeiten, die sie haben, inwieweit sie wirklich damit umgehen können. Wir sind eine Erfolgsgeschichte. Wir haben jetzt 140.000 Mitglieder und 3.000 ehrenamtliche Mitarbeiter. Was uns bewegt ist, wohin geht die Zukunft? Wir wissen, wir hatten Erfolg, weil das, was wir geboten haben, wirklich etwas zu tun hatte mit den Bedürfnissen, die Menschen hatten. Also Anfängerkurse, Internet, E-Mail und so weiter und so weiter. Aber jetzt, wo die meisten Menschen dieses Basiswissen haben, wissen wir, dass wir sehr aufpassen müssen, den Kontakt zu unserer Zielgruppe nicht zu verlieren und nicht den Moment zu verpassen, uns selber weiterzuentwickeln. Wir können nicht einfach sagen, wir sind erfolgreich und davon ausgehen, dass wir das selbstverständlich sein werden. Also was uns im Moment wirklich bewegt, ist, die Entwicklungen sind so rasant. Windows 8, Android, Apple, mobiles Internet und so weiter und so weiter. Was bedeutet das für uns und was müssen wir vom Dachverband aus tun, um die Freiwilligen dabei zu unterstützen, sich selber so fortzubilden, dass sie auch relevant bleiben mit ihrem Wissen? Und was können wir tun, um die Freiwilligen, die ja zur Zielgruppe selber auch gehören, qua Alter, um die einzubinden in die Weiterentwicklung unserer Dienste? Das ist also das, was uns bewegt. Und jede Erfolgsgeschichte kann auch irgendwann mal zu Ende sein und das möchten wir natürlich tunlichst vermeiden.
Eine Sache, die wichtig ist, dass wir wissen müssen, wer ist unsere Community und was wollen die? Und hier gibt es, ich habe leider diese Grafiken nur auf Niederländisch und Englisch und habe mich dann für Englisch entschieden. Hier sieht man dieses Wölkchen, Maintenance, also den Unterhalt des Computers und das Ordnung halten im Computer, das Updaten von allen möglichen Sachen, die auf dem Computer drauf sind. Computerprobleme lösen. Das ist zum Beispiel ein großes Interessegebiet bei unseren Mitgliedern. Und wir müssen eben darauf aufpassen, dass mit diesen ganzen neuen Techniken und Systemen und Software unsere Freiwilligen das auch weiter bieten können. Also bisher hat das gut funktioniert, aber das versplittert sich so. Früher, wenn jemand Windows konnte und noch ein bisschen Office, war eigentlich alles in Ordnung. Aber das ist eben einfach vorbei. Was tun wir jetzt konkret? Wir haben so ein Drei-Stufen-Modell und das erinnert mich sehr an das, was Markus heute Morgen gesagt hat. Inspirieren, das ist der erste Schritt. Wir wollen den Menschen in unserer Community immer wieder leckere Häppchen anbieten, wie man das auf Niederländisch sagt, um sie zu verführen, ihre Fähigkeiten weiter auszubauen und weiter auszuprobieren, was es an Neuem gibt, um sich dann zu entscheiden, was passt zu mir. Oh, mein Enkel studiert in Australien, wunderbar, jetzt hat Skypen für mich wirklich Sinn. Ja? Oder ich bin pensioniert, ich interessiere mich für Genealogie. Hey, da gibt es doch dieses neue Softwareprogramm, wo man das alles schön machen kann. So. Aber dieses Menschen verführen, auszuprobieren, diese Appetithäppchen, das ist das, was wir mit Inspirieren machen wollen. Das tun wir von zum Beispiel auf unserer Webseite oder in unserer Zeitschrift. Aber es tun auch die Freiwilligen, zum Beispiel in den Mailgruppen, wo die Kai, die da hinten sitzt, der Koordinator ist, wo sie einander zum Beispiel inspirieren, neue Fototechnik, neue Fotosoftware auszuprobieren. Also einfach als Beispiel. Die zweite Tätigkeit ist, wir lehren. Das sind die Freiwilligen in den Lernzentren. Wir haben an 400 Orten in den Niederlanden Partner, die Kurse geben und oder Computersprechstunden anbieten. Und wir haben 300 Freiwillige, die unsere Mitglieder unterstützen, also Computerprobleme lösen, Computerfragen lösen. Und die Erfahrung ist dann, dass wenn jemand was gelernt hat und dann ein unlösbares Problem kriegt und sich nicht mehr traut, den Computer anzumachen, dann hat er nach ein paar Monaten eigentlich ganz viel Fertigkeiten wieder verloren. Das heißt, um jemand aktiv zu halten, ist unsere Erfahrung, muss man diese drei Dinge tun. Und wir von dem Landesbüro aus müssen uns immer überlegen, was haben diese Freiwilligen nötig, um das tun zu können. Wir haben neulich sehr nachgedacht, auch mit externen Beratern, über unsere Positionierung. Und was ich sehr schön fand, ist, dass sich eine Reihe Begriffe herausgebildet haben, für die Senior Web steht. Die habe ich mal aufgeschrieben. Kompetent, zugänglich, unterstützend, menschlich und inspirierend. Wir haben auch getestet durch Untersuchungen, dass wir von unseren Mitgliedern wirklich so gesehen werden. Und das kann man wirklich nur machen, wenn man diesen optimalen Mix von Ehrenamtlichen und Professionals hat, wie das bei uns der Fall ist. Also mit nur einem Büro irgendwo in der Mitte des Landes würde das nicht gehen. Davon bin ich wirklich überzeugt. Die Freiwilligen, die müssen ernst genommen werden als kompetent. Die müssen zugänglich sein für die Menschen online und offline. Sie müssen gesehen werden als unterstützend, als menschlich, als inspirierend. Und ich habe mich sehr gefreut, dass in der Untersuchung rauskam, dass unsere Mitglieder auch sagen, ja, wir sehen SeniWeb so. Jetzt müssen wir nur sorgen, dass es so bleibt. Lernen bei SeniWeb, da habe ich noch eine Grafik. Wir haben, wie gesagt, 400 Lernzentren überall im Land. Das sind lokale, unabhängige Organisationen. Die sind also nicht Teil von SeniWeb als Organisation, sondern unabhängig und wir arbeiten zusammen. Das heißt, dass wir auch immer
zeigen müssen, das angeschlossen sein bei unserem Netzwerk, dass das für so ein lokales Projekt wirklich was bringt. Das heißt, wir stehen unter Druck zu beweisen, dass wir was zu bieten haben. Und wir bestehen seit 17 Jahren, also gerade ein bisschen länger als 3 Jahren, und wir denken, dass wir ungefähr 600.000 Senioren in unseren Kursen gehabt haben. Und jetzt ist die Frage, dieses Kursmodell, geht das so weiter oder nicht? Weil nicht nur Freiwillige wollen kürzer, sondern auch Kursteilnehmer. Die wollen nicht mehr 12 Mittage lang Basiskurs, die wollen kurz und knackig, ich will das und das wissen, wie kann ich das lernen? Ich komme auch gerne 2 oder 3 Mal, aber nicht mehr diese ewig langen Kurse. Das ist die technische Unterstützung, die von ungefähr 300 Freiwilligen organisiert wird. Also die werden unterstützt von uns. Wir bieten die Technik und die wirkliche Arbeit, um es sozusagen, machen die Freiwilligen. Wir haben 4 Sorten technische Unterstützung. Mitglieder können entweder im Internet in ihrem Profil eine Frage stellen und kriegen dann auch schriftliche Antwort. Sie können anrufen. Wir haben auch mit TeamViewer diese Möglichkeit von Wartung aus der Ferne. Das ist, wie heißt das auf Deutsch? Ja, genau. Telesupport. So heißt das auf Deutsch. Sorry. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Entschuldigung. Das ist relativ neu. Und wir haben auch Freiwillige, die bei den Mitgliedern ins Haus kommen, wenn der Computer gar nichts mehr tut. Und die dürfen nicht reparieren, aber die stellen in erster Linie eine Diagnose. Ist das Ding einfach kaputt und muss zurück in den Laden oder muss dran rumgeschraubt werden, aber dann eben nicht durch SeniorWeb? Oder ist einfach nur, hat irgendjemand aus Versehen auf den verkehrten Knopf gedrückt? Das kann ja auch passieren. Und dieser technische Support, der ist ganz entscheidend gewesen für sehr viele unserer Mitglieder, um Mitglied zu werden. Und wir wissen, dass viele Mitglieder, selbst wenn sie das nicht nutzen, Mitglied sein wollen, um die Sicherheit zu haben, dass im Fall der Fälle, wenn irgendwas schiefläuft oder wenn sie eine Frage haben, es Ehrenamtliche gibt, die ihnen auf eine zuverlässige, vertrauenswürdige Art und Weise helfen, ohne dass es die Haare vom Kopf kostet. Das heißt, dass es für uns von der Organisation her sehr, sehr wichtig ist, diese Ehrenamtlichen sehr gut zu unterstützen, weil die so, so wichtig sind für die Motivation unserer Mitglieder, Mitglied zu bleiben oder auch für neue Leute, Mitglied zu werden bei uns. Und was wir sehen da einen Trend. Früher waren es echt viele Computerprobleme, die diese Freiwilligen gelöst haben. Und jetzt ist ein Trend zu mehr Benutzerfragen. Wie sorge ich dafür, dass mein Tablet-Computer mit meinem Telefon redet, beide zusammen mit meinem Computer reden, mein Adressbuch nicht irgendwo im digitalen Nirvana verschwindet und solche Dinge. Und wir sind jetzt gerade am Überlegen, was das qua Organisation und Training bedeutet. Das ist unser Kollege Diederik, der sich damit beschäftigt und Fokusgruppen macht mit den Freiwilligen und das bespricht und so weiter. Und da wird einfach jetzt gerade ein neuer Plan geschrieben. Dann haben wir noch Webkontakt. Da habe ich leider keine so eine schöne Grafik. Webkontakt, das sind die Dienste, wo unsere Mitglieder miteinander online Kontakt haben. Und Kai, die ist die Koordinatorin davon, das heißt, wenn da Fragen sind, dann schalten wir die Kai ein. Da sind ungefähr 100 Freiwillige in diesen Diensten aktiv und die moderieren diese Kontakte. Also zum Beispiel in den Mailgruppen über Fotografie kann es manchmal auch passieren, dass der Ton entgleist,
wo jemand eingreifen muss. Oder ein Moderator hat auch irgendwie einen Impuls, lasst uns treffen und Fotos machen und uns persönlich austauschen oder so. Also die haben vielfältige Aufgaben. Wir sind jetzt gerade dabei, darüber nachzudenken, wie wir das herstrukturieren. Diese Mailgruppen, die gehen über alle möglichen Themen, also von Reisen bis Abnehmen bis die täglichen Dinge. Und wir wollen eigentlich das fokussen auf Computerthemen und wir wollen das auch bündeln zu einem Dienst. Aber wie das genau sein wird, da ist Kai noch damit beschäftigt. Die Zukunft ist eben schneller gesellschaftlicher Wandel, schneller technischer Wandel, wie bleiben wir relevant? Und bei dem freiwilligen Management in den Niederlanden geht man von 5 Themenfeldern aus. Jetzt gucke ich mal gerade, wie spät, ich habe nicht mehr viel Zeit. Und zwar die sogenannten 5 Bs. Das eine ist das Binnenhalen, also das Werben von neuen Freiwilligen. Wir stehen vor der großen Aufgabe, dass wir jüngere Freiwillige brauchen, weil unsere Pionierfreiwilligen langsam aufhören, aus Altersgründen. Und wir brauchen Leute mit Erfahrungen in all diesen neuen Sachen, mobiles Internet, Android, Apple und so weiter. Das ist eine große Herausforderung für die nächste Zeit. In den Lernzentren ist es auch oft so, das sind Teams, die haben jetzt manchmal 10 Jahre, 15 Jahre eng zusammengearbeitet. Die Älteren fallen weg und manchmal ist es dann für so eine Gruppe nicht ganz einfach, sich neuen Themen oder auch neuen Menschen zu öffnen. Da müssen wir gucken, wie wir sie dabei unterstützen können. Begleiten und unterstützen von Freiwilligen. Wir haben jetzt gerade unser Kollege Hans, der ist jetzt gerade dabei, einen neuen Trainingskalender für die nächsten 1,5 Jahre zu erstellen. Wir haben eine große Untersuchung gemacht. Welche Themen wollt ihr an Training und Kursen? Mit der Organisation sind wir jetzt beschäftigt und da ist dann wieder, was ich gesagt habe, Apple, Android, mobile Netzwerke, mobile Internet, soziale Netzwerke. Dann behauen, also das Behalten von Freiwilligen. Und wir haben gemerkt, dass wir besser werden müssen, Freiwillige zu informieren. Und wir müssen besser werden, sie einzubinden in der Weiterentwicklung unserer Projekte und unserer Dienste. Wir kriegen jetzt demnächst eine neue Kommunikationskollegin, die uns da helfen wird, unser Intranet und unsere Kommunikation zwischen dem Landesbüro und den Freiwilligen, um das zu verbessern. Das ist wirklich was unsere Aufmerksamkeit verdient. Und wir haben ein neues Angebot für Beratung an lokale Projekte, weil manche lokale Projekte, wo immer noch nur in Anführungsstrichen Anfängerkurse gegeben werden, da brechen die Kursteilnehmer natürlich weg und die brauchen neue Ideen und manchmal auch neue Leute, um zu sagen, wir bieten auch Facebook an und wir bieten auch Twitter an oder so. Belohnen, ja, das ist natürlich ganz wichtig. Freiwillige müssen auch das Gefühl haben, respektiert zu werden, gesehen zu werden, gelobt zu werden. Wir haben Gott sei Dank in der Ecke unseres Budgets einen Betrag gefunden, um mehr Unkosten erstatten zu können. Also wir bieten in Zukunft mehr Trainings an, mehr Kurse für Ehrenamtliche und wir haben jetzt die Möglichkeit, denen die Reisekosten zu erstatten. Und hoffen uns, dass das auch wieder dazu führen wird, dass mehr teilnehmen. Und wir haben einmal pro Jahr ein Riesenfest. Wir haben jetzt gerade neulich für 500 Leute in Utrecht ein großes Fest gehabt mit Musik, mit sehr guten Referenten, mit leckeren Häppchen und so weiter und haben gesagt, vielen Dank. Und unser Direktor, der hat sich wörtlich auch verneigt und hat gesagt, vielen Dank, ohne euch geht's nicht. Und das war einfach ein wunderschöner Tag.
Also ich habe das wirklich sehr genossen. Denn auch ich sitze im Büro und rufe an und schicke Mails. Und ab und zu will ich einfach jemand auch ins Gesicht gucken können. Das ist wirklich wunderbar. Beenden. Abschied von der Pioniergeneration. Wir wollen das einfach respektvoll und menschlich machen. Uns erreicht natürlich, weil die immer älter werden, uns erreichen Nachrichten, dass Menschen sterben, dass Menschen krank sind, dass sie sagen, ich kann mich mit diesen neuen Sachen nicht mehr beschäftigen, es passt hier oben nicht mehr rein. Und dann schicken wir, ja, jemand hat gesagt, ich krieg's nicht mehr hin, es bringt mich so unter Spannung, ich weiß nicht mehr, wie ich es machen muss. Und dann kriegt er Blumen oder eine Karte und vielen Dank. Und wir wollen gerne, dass jemand mit dem Gefühl des Respektiertwerdens gehen kann und weiß, dass der Beitrag, den er oder sie geliefert hat, dass das gesehen wird und dass das wertgeschätzt wird. Und damit bin ich am Ende von meinem Vortrag. Ich bin gleich die Moderatorin in dem Workshop. Vielleicht können wir da noch weiter sprechen darüber. Ich denke, ganz entscheidend war das Thema Pioniergeneration, der Wechsel. Und was ist schön formuliert am Schluss, wenn ich das richtig verstanden habe, im Kern, das Feuer bringen die Freiwilligen und motivieren eben auch die Professionellen, die den Freiwilligen wieder Motor geben. Ja, also von daher, als Person, ich lebe davon, dass ich mich gemocht fühle. Das ist ein Vorteil und das ist ein Nachteil. Also der Nachteil ist, dass ich dann vielleicht zu oft Ja sage, wo ich Nein sagen müsste. Das bin ich aber schon besser drin geworden. Aber ich kriege da ganz viel, ja. Also von daher ein Gleichgewicht, das wo beide Seiten profitieren davon. Ja, also was wir wollen, ist eine optimale Aufgabenverteilung zwischen den Professionals und Dingen, die besser zentral organisiert werden können. Es ist besser zentral ein Buch zu machen oder zentral eine Reihe von Kursen zu organisieren. Das lässt sich einfach besser organisieren. Und lokal, dieses geduldige, jemand das beibringen oder jemand unterstützen, das muss lokal passieren. Und das können wir nicht. Das geht nur mit unbezahlter Arbeit. Ja. Wow, denke ein Erfolgsrezept. Vielen Dank. Ja, gern geschehen.